So. Ich esse jetzt so ein Qualitätshörnchen. Das ist nicht ein Billighörnchen. Oh Gott, 2,50 Euro. Hä? Sagt mir gar nichts. Alle eingepennt. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Fachmann für Kuchen. Kommst du aus Österreich oder was? Riesenrad oder Schloss? Die Lego-Welt. Nein, Lego darf man ja nicht sagen. Außerdem ist das Duplo. Und nicht Lego. Die darf man ja jetzt nur noch Klemmbausteine sagen. Klemmbausteine. Excuse me, wir haben 2022. Im Silurian Park. Aber dafür sprichst du aber gut Hochdeutsch. Vor allem deine I-I. Sind alle willkommen, die eine Eintrittskarte haben, zieht eine. Ich brauche eine Eintrittskarte. Weil ich bin anderes Schweizerisch gewohnt, was ich dann gar nicht verstehen kann und schon gar nicht lesen kann. Ich bin ja froh, dass du Hochdeutsch kannst. Komm aus dir, aber wohne seit Jahren in der Schweiz. Für den Mann. Weil der Mann in WoW aus der Schweiz kam. Und er hat gesagt, alles Klärchen. Alles Klärchen, Bärchen, ich komm zu dir. Schieß Deutschland. Weil immer die Frau zum Kerl geht. Und dann geht man auch mal gerne in eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Land. Finde ich gut. Wayne, du und ich, wir verstehen uns. Finde ich gut. Gute Einstellung. Sogar landübergreifend. Für die Liebe. Trotzdem für die Liebe. Mach mir das jetzt nicht kaputt. Und das mit dem Job. Er hätte sich dann ja auch rein theoretisch auch einen anderen suchen können. Aber für die Liebe tut man das. Rain für die Liebe. So, jetzt hole ich mir da unten meine Blubbelblase ab. Guten Tag. Du willst wirklich Stress, ne? Ich, hä? Wieso will ich denn Stress? Wayne hat das Land verlassen für die Liebe. Naja, ich muss sagen, wollte weg aus meiner Umgebung. Ja, aber ob du jetzt nur 50 Kilometer oder 800 Kilometer oder 1300 Kilometer, je nachdem, ich weiß ja nicht, wo in der Schweiz du bist und wo aus Deutschland du kamst. Aber für die Liebe. Ich habe so viele Blubbelblasen. So, dann geben wir mal den Code ab. Schwupp. Aber ja, du hast recht. Ich habe es auch nie bereut. Für die Liebe. Alle. Für die Liebe.
So, rein da, den Code. Was ist, wenn ich die 6 schon vorher einfach gemacht hätte? Hätte er gezählt überhaupt? Noch eine Runde. Ich hätte den auch einfach so durchballern können, ne? Melodien, bei mir wirst du dein Geschick als Einbrecher aber nicht einsetzen, oder? Gehen wir wieder hinunter und machen wir die Tür nach Ambrose auf. Sag bloß, da ist ein Schlüssel. Oh, Floppy-Disketten. Ich weiß gar nicht, ob ich solche auch noch habe. Ah, nee, nicht Floppy. Floppy. Floppy-Disketten sind ja noch ein bisschen größer. Ich weiß noch damals, auf solchen Kassetten hier, auf denen, ich hatte ein Kreuzworträtselspiel. Ein Kreuzworträtselspiel. Auf 12 Disketten. Nur um es zu installieren. Ach ja. So, mit dem Schlüssel ab zum Clown, oder was? Also zur Duplo-Dingsen. Schräg, schräg, Klemmbaustein. So, ihr wollt einen Schlüssel haben? Ne, die wollen doch eine Eintrittskarte haben. Ach, mit den Schlüsseln. Ach, ich bin so lost. Mit den Schlüsseln müssen wir da die Treppen wieder runter. Wing. Wuhu. Boing. Runter. So. Und hepp. So, und mit dem Schlüssel ab in die Küche. Mit 40% Schokolade. So, du gönnst dir deinen Kuchen. Ich habe mir meinen eigenen Kuchen geholt. Na, wer will auch ein? Hier kommt der Flieger. Warum nicht mich um? Auf die Felder von der Brose. Nach der Melodie. Und hepp. Nein, das ist die Küche. Freunde, wir sind wieder einmal hier vereint, um Arduins große Zeremonie gemeinsam einzuleiten, wie es braucht es, wir alle gemeinsam. Gemeinsam? Ist ja wohl Witz. Dasselbe. Zusammen werden wir den großen Kuchen erschaffen, die Leibspeise unseres Schöpfers, und sie ihm darbieten. Guck mal, kriegst noch einen Kuchen. Ihr werdet doch wieder nur in eurem Regal sitzen, während wir hungern. Was hält eigentlich Arduin davon? Ich war schon bei solchen Zeremonien dabei und habe den Kuchen noch nie gesehen. Nur die bürgerlichen Schweine stopfen sich damit voll. Echt mal. Immer diese Scheißschweine.
So zeigen wir Arduin, dass wir seinen Lehren folgen. Friede, Zusammenarbeit und... Jetzt reicht's! Komm hier runter, dann zeige ich dir Zusammenarbeit, du Kröte! Das ist Unrecht! Revolution! 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 Was geschieht hier gerade? Freunde, es gibt doch keinen Grund, einander so zu behandeln. Lass uns versöhnen. Kein Grund, ja? Das mag für euch stimmen. Euch fehlt es ja nichts. Jede Menge zu essen. Während wir den Kuchen backen, ernten wir keine Linden für unsere Kinder. Beruhigt euch, ihr Bauern. Macht, was die Libelle euch sagt. Wie sonst auch. Wenn ihr keine Angst davor habt, von Arduin verflucht zu werden. Na, und der Kuchen ist halt lecker. Und wer würde nicht ein Stück kosten von einer Edelkonfiser... Also wie gesagt, dieses Strügel oder wie hast du das genannt? Warte mal. Sprüngli. Sagt mir ja nichts. Also nehme ich lieber ein Cookie. Können wir auch direkt da eingreifen, Riesenkäfergarde? Macht euch bereit, diese Unruhestifter zu vertreiben. Bereit zum Einsatz. Wie jetzt? Wollt ihr uns verprügeln? Ich dachte, Arduin mag keine Gewalt. Habt ihr etwa gedacht, wir könnten uns nicht wehren? Revolution! Versteckt alle Zutaten und richtet eine Streiklinie ein, Genossen. Genossen? Sind das Ukrainer? Hä? Ihr wollt essen? Dann fresst das, ihr Schmarotzer! Oha, jetzt kriegen die Tomaten ab. Bam! Oha! Revolution! Revolution! Chef! Chef! Das sind 1, 2, 3, 4, ich kann nicht mehr zählen. Zu viele! Sicherheit auf offenem Gelände kann nicht gewährleistet werden. Jawohl, haut ab! Erhebt euch! Liebe Gauner, Revolution! Revolution! Wir kommen wieder! Sie fliegen weg! Lande von Ambrose. Rezept für ein Desaster. Aber die Kekse schmecken richtig gut. Alter. Richtig schokoladig. 40%. Oh, ich sehe jetzt schon, dass meine Arschbacke gerade um 1 cm ausgedellt ist. Erstmal wieder 3 Kilo zugenommen. Arduin, Melodien. Du hast die traurige Szene gesehen, nicht wahr? Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Die Zeremonie muss weitergehen. Wir müssen uns beeilen, Melodien. Das Volk weigert sich, auf mich zu hören, doch der für die Opfergabe zuständige Koch ist uns treu. Er heißt Remy. Bitte geh ihn um Hilfe bitten. Diese Libelle, Serus, scheint sich ja wirklich zu wünschen, dass der Konflikt endet. Und sie hat ganz eindeutig ein Teesieb. Wir können eine Eskalation wohl nur vermeiden und die Wogen nur glätten, indem wir diesen Kuchen backen. Der Koch Remy kann uns helfen. Oh, gelbe. Jetzt gibt es gelbe Dinger. Was brauchen wir?
3 Eier, ein Joghurt, Quark, ein Quark. Ein Quark, ein Butter, Backpulver, 10 Würfel Zucker und Mehl. Weiche von mir, Dämon. Du du süße Versuchung, genau. So, mal gucken, was die Gelben können, wa? Wait, wow, we. Wait, wow, we. Wait, wow, we. Ich hab genießt. Oh, da sind Angsthasen. Was? Wake Wawi. Wake Wawi. Wake Wawi. Wake Wawi. Okay, was können die Gelben? Uns eine Leiter machen, eine Plattform oder was? Hier, noch mehr Gelbe. Okay, wo ist die Beschreibung für die Gelben? Mir fehlt irgendwas. Wake Wowie. Wake Wowie. Hier, und hier ein Briefkasten. Okay. Hier brauchen wir die Dinger. Das kann ich ja schon mal machen. Hier noch ein paar Gelbe. Aus irgendeinem Grund hatte ich gerade Bock, da reinzuspringen, ne? Ich weiß nicht warum. Ich darf doch gar nicht ins Wasser. Hui. Was bist du denn? Der hat eine Möhre dabei. Ach ja, ich habe ja gar keine Grünen, ne? Ah, ich brauche keine Grünen. Komm mal, zack, einfach hochgemogelt. So, wie viele? 4 haben wir. So, wo waren die Kärtchen? Wo waren die Kärtchen? Die waren noch hier irgendwo. Da. So, ein dahin. Schön die Werbung machen. Zack. Ein dahin. Und dann nehmen wir den einen hier noch mit. Dann. Oh, ich wollte schon wieder reinspringen. Wake War We. Hallo Timmy! Ich verstehe mal. Hallo Timmy! Hier schon wieder dieser Boo. Warum ist er überall? Meister Melodien, Opa Kriskram hat mir zwar erzählt, dass die Welt außerhalb von Balnea anders aussieht, aber die Welt des Lichts macht einen ziemlich gefährlichen Eindruck. Wirst du alles in Ordnung bringen, wie du es bei uns zu Hause gemacht hast? So. Da sind auch noch welche. Ah, hier ist die gelbe Dingsen. Gelbe hängen sich aneinander, wenn du mit ihnen auf die Postamente zielst. So kannst du tragfähige Brücken bauen. Aber warum? Ich kann auch so machen.
wenn ich jetzt mehr hätte. Brücken brauchen doch so viel immer. So, hallo, was geht ab? Wir schleppen 16 Eierlein und was kriegen wir dafür? Einen weiteren Tag auf dem Buckel und noch mehr Schulden. Oh, hier wohnen die alle. Das sind die Slums. Nennt man doch so, ne? Die Slums. Die so in Containern wohnen. Ich glaube, das hier ist diskret. Wie diskret? Diskret? Distrakt? 19. Wo die ganzen Dingsen da wohnen. Die wohnen doch auch in sowas. Och Mann, ich will da. Hey, hey! So? Ja, okay. Oh, hier, warte, da, boom, Werbung. Oh, endlich ein paar Grüne. Wir machen... Was will er? Popcorn? Was will er haben? Miau. Ich habe mir die Küche auch noch gar nicht richtig angeguckt. Wie sieht die denn aus? Auch schon wieder so ein riesen Level, ne? Oh. Wird ein bisschen dauern, bis wir das Spiel durchgespielt haben. 10. 30. Haben wir nicht. Ich brauche 30 Lilane dafür. Die anderen können ja nichts schleppen. Die sind zu schwach hier. Die können ja gar nichts. Hier was? Ich sehe nichts. Hallo? Gibt es eine Maus? Ich will eine Maus haben. Okay, es ist auf jeden Fall der Weg unten links. Dann geht's so hoch. Zweite links. Runter und wieder links. Runter bis zur letzten. Dann rechts, runter, links. Runter, rechts. Achso, ich kann ja hier mit den Fühlern. Hier, ich mach das mit seinen Fühlern. Mit seinen richtig nicht so viel. Also hier. Da so hoch. So, da brauchen wir, wie gesagt, 30. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. So, was geht hier ab? Braucht ihr Werbung oder so? Ein Donut. Nein, ist das nicht. Okay. Yay. Es ist nicht so schön. Bam, bam, badadab. Ein leckerer Cheeseburger. Oh, ich weiß, worauf ich jetzt richtig Bock hätte, auf einen Cheeseburger, ne? Einen richtig schönen Cheeseburger. Und aber nur als Vorspeise. Und danach ein Long Chicken. Einen richtig schönen Long Chicken. Ein Cheeseburger, zwei Stück und ein Long Chicken dann. Als Nachtisch. So. Super, ich bin oben. Hallo. Wuhu. So, alles einsammeln hier. Zack, zack, zack.